So, da sind wir wieder in der Höhle des Grauens. Ja, wer sich noch dran erinnern kann, schreibt sich's in die Kommentare. Man kann die beiden hier kaum unterscheiden voneinander. So, tu dein Ding, BB-8. So, und Java, der hüpft mal hier hoch. Nicht den Boden berühren, ist die Regel. So. Mal sehen, ob wir es heute. Ach, scheiße. Schon verkackt, oder? Ja, müssen wir neu starten. Tja, sieht so aus, als könnte das heute auch noch ein bisschen länger dauern. Ja. Ich würde es mal nicht ausschließen, dass wir diesen Part heute ein bisschen länger machen. Insofern wir nicht heute wieder an der Wand stecken bleiben. Zumindest, dass ich etwas länger daran drehe. Ich werde es für euch natürlich mundgerecht zusammenschneiden, mundgerecht in Häppchen aufteilen. So dass ihr euch nicht nochmal mit dem kompletten Scheiß hier plagen müsst. So, die Wand mal da raus. Und mal gucken, ob wir jetzt wieder durch die Wand hangeln. Durch die Luft. Mal schauen, was passiert. Ja, nice! Ja, nice! Als ob. Was wollte ich? 100%? Ich weiß gerade nicht, ob ich das wirklich will. Ich glaube, dieses Level ist verflucht. Das wird nichts mehr heute. Also, ich habe da mal so eine Theorie. Die ist noch nicht bewiesen, aber es kann sein, dass das Spiel einfach mal eine Allergie gegen neue Charaktere hat und einfach mal sich gegen meinen selbst erstellten Charakter einfach verschworen hat. Und ja, im Story-Modus haben wir hier mit Way und BB-8 gespielt. Also, ich spiel's mal mit der klassischen Sache hier. Vielleicht ist das Spiel einfach nur wahnsinnig rassistisch und möchte, dass wir das unbedingt mit Way hier absolvieren. Also, ich werde dem Spiel mal seinen Willen geben. Nochmal, werden wir mal gucken, was da passiert, wenn ich mich jetzt hier langhangle, ohne den Boden zu berühren. Hier fehlt scheinbar dieses eine Pad, was dort irgendwie. Es ist dort irgendwie, wo wir uns dran lang hängeln müssten. Also, irgendwas fehlt dort. Vielleicht muss ich das vorher freischalten. Irgendwie. Ich guck mal, was wir machen können. Vielleicht lag es daran. Liegt es einfach schlicht daran, dass dieses Zahnrad fehlt und. Ray, du bleibst doch schön oben. Ich nehme hier eine zweite Way. Okay. Vielleicht können wir hiermit was anfangen. Vielleicht können wir das hier vielfältig benutzen. Hier unten. Way Nummer 1, bleib mal bitte da oben. Ich brauche dich da noch, du darfst nicht den Boden berühren. Vielleicht ist das Rätsels Lösung in diesem Zahnrad hier. Bleib da oben. Bleib oben, Way. Ich sag's dir, bleib oben.
Da wo man das zweite Zahnrad und das da oben. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr wisst, auch wenn ich vermutlich, wenn ich die Kommentare lese, dass es dann vermutlich auch schon zu spät dafür ist. Ich versuch's mal über den Weg. Und zack. Los, 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 hoch, bei. Ja klar, mit Ray klappt das. Ich glaube, das Spiel ist einfach nur wahnsinnig rassistisch und hat was. Hat einfach was gegen uns und mag einfach meinen Charakter nicht. Ich finde den Charakter einfach hässlich. Nur so kann ich mir das erklären, dass das Spiel einfach diesen Glitch einfach mal einsetzt, weil es einfach mal was gegen meinen Charakter hat. Das ist. So, jetzt habe ich ohne den Boden zu berühren das obere Zahnrad freigesetzt. Bleibt mal trotzdem noch oben. Okay, und dann mach ich mal hier so. Vielleicht habe ich ja die Quest jetzt geschafft. Mal endlich. Das wäre sensationell. Könnte ich dieses Level endlich mal zu den 18 legen. So, mal gucken. Hervorragend, das sieht doch schon geschafft aus. Mal sehen. Bitte schön, bitte. Was? Wir haben es nicht geschafft. Ach Leute, vergesst dieses Level. Vergesst die 100%. Vielleicht mache ich es irgendwann mal später. Das ist mir jetzt momentan in diesem Moment zu viel. Wir starten das nächste Level. Los geht's. Ja, starten wir mal einfach. Es ist das Beste, wenn wir ins nächste Level starten. Und wo ist Java? Hier ist Java. Der neue Charakter, den wir aus dem Dingens rausgefreit haben, aus dem Freeze-Teil, mir fällt es gerade nicht mehr ein. Ich habe einfach die Schnauze voll von dem Level, was wir gespielt haben. Ja, das ergibt auch keinen Sinn. Ich spinne gleich. So, wo kommen wir zum nächsten Level? Das ist nicht gut. Irgendjemand hat uns erfasst. Ich habe keine Kontrolle mehr. Kannst du was sehen? Das. Oh nein. Was sollen wir jetzt machen? Uns muss was einfallen. Oh. Joey. What? Wir sind zu Hause. Wo sind die anderen? Wo ist der Pilot? Das bin ich. Du? Ich hab's gestohlen. Von Anker Platt. Und der hat ihn mir gestohlen. So, wir sind hier in einem Level, was ein bisschen weiter vorne spielt. Das haben wir, glaube ich, übersehen. Einfach mal im freien Spiel. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Da müssen wir noch ein bisschen mitspielen. Das ist die Everana. Das Frachterschiff heißt das Level. Ja, ob wir das je 100% schaffen werden, jetzt dieses Spiel, das ist noch ein großes Fragezeichen auf meiner Checklist. Ich weiß es noch nicht. Und du verwandelst dich mal in Way. War auf jeden Fall sehr lustig, das letzte Video, der letzte Part mit dem Bug. Ja, es war irgendwie lustig, aber macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Ja, manche Rätsel sind jedoch zu schwer, also die kann ich alleine ohne Hilfe nicht bewältigen. Und ich würde mal sagen, Ziel dieses Let's Plays, Ziel des 100% ist ja nicht, dass ich
dass ich einfach nachgucke und mal. Ich könnte einfach nachgucken. Ich könnte andere Let's Plays angucken und mal schauen, wo in diesem Spiel sind die. Naja. Gibt's ja gar nicht, die Starcoins sind in Mario, aber ich könnte nachgucken, wie schaltet man die Sachen frei, was sind die, was muss ich tun, aber das ist nicht Sinn des 100%, Sinn des 100%, das ist es, so viel wie möglich selbst freizuschalten, also im besten Fall die 100% zu schaffen mit dem eigenen Wissen, also selbst die, selbst den Skill zu haben, dort die 100% zu schaffen, also die alle Steinchen zu schaffen und alle Herausforderungen zu bewältigen. So, erste Herausforderung ist, nimm dich vor den Rataren in Acht. Ja, das werde ich dann mal machen. Zweite Herausforderung ist, okay, das habe ich schon mal verkackt. Ich habe mich mal nicht von den Rataren in Acht genommen. Zweite Herausforderung ist dann mit Finn, den wir hier gerade nicht zur Verfügung haben, einmal 10 Stormtrooper zu besiegen. Ach, scheiße. Ist doch nicht möglich. So schwer kann das doch nicht sein. So, aber zumindest das können wir scheinbar jetzt freischalten. Das ist neu. Naja, vielleicht ist es auch Sinn des 100%. Hat der jetzt einfach das Teil mitgenommen? Hat der einfach mein Minikit mitgenommen? Sinn des 100% ist vielleicht bei mir auch eher, dass ihr seht, was ihr zu machen habt. Dass auch die Möglichkeit besteht, dass ihr es selbst macht. Also, ich weiß ja, was ich machen muss, aber mir fehlt halt leider irgendwie der Skill dazu, um sowas zu drücken. Ich bin halt einfach zu doof dafür. Es ist halt einfach grenzwertig dämlich bei mir. Ich bin halt einfach nicht dazu fähig hier. Oder das Spiel buggt und ja. Oha, jetzt habe ich dreimal gesagt, jetzt muss ich wieder dreimal vollzauen. Scheiß Aberglaube. Nee, ich bin natürlich nicht abergläubisch. Nee, so ein Schwachsinn. Oha, jetzt Finn, 3 von A, 10 von A, da ist das. 10 von diesen Viechern muss er jetzt Finn besiegen. Sind zwar keine Sturmtruppler, aber etwas anderes. Und wo ist der Rest? Boah, Fakt ist, was ich nicht kann, das kann ich nicht und werde es auch nicht machen. Das ist. So wie wenn ihr Fußball nicht Fußball spielen könnt, dann könnt ihr auch, werdet ihr auch kein Tor schießen. Achso, Ray brauche ich dafür. Ja, die steht hier. So. Zielscheibe. Zack. Das hat was gebracht. Mal sehen, ob wir das noch schaffen. Ja, ich bin schön. Die muss ich erledigen. Meine. Ich brauche die. Wait, lass sie in Frieden. Sind meine. Viecher. So, 5 von 10. Fehlen mir noch ein paar. 6 von 10. Na, 4. 4 brauche ich noch. Da kommt einer. Ja, den hat der Radar erledigt. Huha! Jetzt habe ich vor den. Naja. Lohnt sich ja jetzt nicht mehr, sich vor den
zu schützen, weil die Quest haben wir ja versaut. 8 von 10. Wo ist 9 und wo ist 10? Okay, Ray kann da nur durch. Dann soll Ray da durchgehen. Soll es Ray tun. Und hier? Aha. Und nun. Da ist etwas drin. Da können wir was bauen. Was auch immer das ist. Was brauchen wir dafür? Er kann's. Ja, er kann's. Weil er es kann. So, hervorragend. Das kann Way da hoch hopsen. Zack. Zackedi zack. Zackedi Luster. So. Hopp. Kannst du auch da hoch? Jo, kann er. Weil er es kann. Und was ich in diesem Part auch gar nicht gesagt habe. Ja, wir müssen wieder die Stats einsammeln. Auch wenn wir die Stats 100% schon geschafft haben. Und hier war hier die Ritter sind auch einmal ein Sturmtruppler, immer ein Sturmtruppler freigeschaltet. Ja, denn wir sind geldgeil in Neo-Spielen, das wisst ihr. Das wollt ihr hören, das kriegt ihr zu hören. Running Gag vom Zwergfürst. So, Chewie, brauch dich mal. Chewie, wo bist du? Ich weiß, ich wollte ja eigentlich mit dem hier spielen im heutigen Spiel. Habe ich auch ein bisschen, aber er kann halt nichts. Er kann nichts. Er bringt uns nicht weiter. Naja, guck, da steht er doch. Mal, ja, genau das hier. Danke, Chewie. Geh in Deckung, Java. Geh in Deckung. So. Ach, Chewie traut sich nicht rein. Ist dir zu kalt mit deinem Pelzmantel? Ach was, dir ist kalt. Glaube ich nicht. Und du mit deinem Fell. Steinchenmagnet. Oha, die roten Steine müssen wir auch noch freischalten. Deshalb habe ich mir keine neuen Charaktere gekauft. Und deshalb haben wir jetzt hier Java. Dank. Java. Schaffen wir das hier auch. Nö, das würde ich nicht sagen. Nee, Way brauchen wir dafür. Da soll sich wer anders dranhängen. Dank dem guten Umstand, dass wir den Java haben, den hier, können wir das jetzt in diesem Spiel einsetzen. Den haben wir im letzten Part in Nebenmissionen freigeschaltet. Sidequests. Doch sehr gut. So, Leiter auf. Haben wir jetzt geschafft. So, einmal Sturmtruppler, immer Sturmtruppler. Ein roter Stein. Kein Minikit. Das habe ich verpasst. Mist. Brauchen wir noch zwei güldene Steine und ein Minikit. Ja. Hungriger Ratar, weich vor den Tentakeln des Rataren aus. Er hat eine Atemmaske, er kann das. Und dann die nötigen Minikits und Schatzgegenstände finden. Und dann haben wir das Teil abgeschlossen. Java ist hinter mir. Java ist mit mir. Nicht nur die Macht ist mit mir, sondern auch Java. Java, der ist mit mir. So. Dann mal weiter hier. Das gehört leider auch zu einem 100% Let's Play, dass man leider auch mal Levels zweimal oder dreimal durchspielen muss, weil man noch was vergessen hat. Das gehört damit zum Spiel. So wie es tut, aber ist halt so. Ist halt so.
So, jetzt nehmen wir uns mal von den Tentakeln in Acht. Na. Ich hab Angst. Ah, das war schlecht. Und früher, bevor ich mit YouTube angefangen habe, fand ich es ja mal ganz schön, 100% Let's Plays zu gucken. Ist bestimmt auch schön, das sich anzugucken, wenn man Fan ist von jemandem, nicht das reinziehen mag. Aber ich verstehe auch die Seite. Ich verstehe jetzt auch die Seite der YouTuber, die sagen, wir spielen Lego Let's Play mal doch nicht 100%, sondern mal lieber nur den Story-Modus zu Ende. Das werde ich auch in Zukunft genauso machen. Sei denn, ich habe konkret eine Liste und weiß direkt, wo und wie und wann ich was machen will. Also zum Beispiel Mario 3D Land, das wird ein wahrscheinlich 100% Let's Play, weil dort einfach die Star Coins machbar sind. Sie sind einfach in Ordnung. Sie lassen sich machen. Nein, gib mir. Gib mir dieses Minikit. Gib mir mein Minikit. Her damit. Das war schlecht. Ach so, ich muss auf das Teil schießen, was sich bewegt. Und da bräuchte man jemanden, der schießen kann. Zuverlässlich schießen kann. Ja. So nicht. Zählt das jetzt schon zu sich von den Radaren nicht danach genommen? Was ist denn los denn hier? Was geht denn los hier? Hier war der doch drin, oder? Nö, war der nicht. Ist ein Zufallsrätsel, oder? So, da ist er drin. Da wackelt er. Da wackelt er. Muss jetzt auf den Avataren schießen, oder? Nicht. Das gibt's nicht. Der hat mein Minikit. Gib's mir zurück. Ja, du bist da drin. Her damit. Nice. Alle Sammelgegenstände finden. Okay. Schaffen wir jetzt nur noch das mit dem Rataren. Also mich von dem Rataren in Acht nehmen. Hier gab's doch irgendwas, um das Ganze umdrehen können. Ach ja, stimmt, hier als Way. Way, ich brauch dich mal. Way. Nicht da drüben sein. Hier rüberkommen. Mach das mal für mich. Wow! Das war ein tragischer Fehler. So. Mach hops. So, zack. Zack. Zack die Luster. Hier rüber und dann das hier dran drehen. So. Für alle, die neu auf der Kanalseite sind und nicht meine ersten Projekte gesehen haben, die nicht wissen, was mit Zacke die Duster auf sich hat. Jetzt muss ich mich aber konzentrieren, bevor ich das erklären kann. Haha, wie geht das? So geht das. Wenn sie ruhig sind. Perfekt, geschafft. Sieht so aus, als hätte es geschafft. Da, Feuer.
du jetzt nur noch bis zu Ende. Und so hier einmal rumdrehen. Und wir haben ja alles geschafft, soweit ich weiß. Das Minikit haben wir bewältigt. Gut, dann halt so. Und das kennen wir ja, das Prinzip. Und zack. Einmal zielen. Finde die richtige Taste dafür nie. So, der Weg ist nicht mehr versperrt. Er ist frei. Wir können hindurch. Ja. Mal sehen, ob das zählt, ob wir es jetzt geschafft haben. Ob das eine Mal, dass wir dort vom Rataren zerkrabbelt wurden, ob das mit dazu zählt oder ob das nur diese Brücke war. Vermutlich zählt das mit dazu, wie ich das Spiel kenne. Oh, hat es nicht dazu gezählt. Wir haben es geschafft. Minikit haben wir auch gekriegt. Sieht doch gut aus. So. Dann mal hier hoch. Ich brauche mal den Finn. Finn. So, dann bin ich froh, diese Level, zumindest dieses Level mal benutzt zu haben. Jo. So, ihr kriegt eins aufs Maul. Und du auch. Dann hänge ich mich mal hier ran, mal ein bisschen abhängen. Ach, darf. Wo bleibst denn du hier? Du musst mal hinterherkommen, ich brauch dich dort hinten. Aber sowas von. Und verwandle dich in Way. Auch wenn es dir nicht gefällt, Darth Vader. Hops. Hops. Aber wer ist dann dort hinten? Ah, das ist Finn, stimmt. Hatte ich vergessen. So. Und dann haben wir es auch mal. So, da hoch. Leider hoff. So, mal sehen, ob wir jetzt wieder geschafft haben. So, alle Schatzgegenstände gesammelt. Hungriger Ratar haben wir geschafft. Und ein Minikit. Hervorragend! Zwergi hat mal was geschafft. Ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich selbst. Endlich mal Skill beweisen. Endlich mal. Ach, halt dein Maul, Zwergi. Ja, ich habe einfach mal nicht auf die Uhr geguckt, aber. Ist mir auch jetzt, ich sag's mal so, Kekse in Düsseldorf, wie lange dieser Part jetzt schon geht, ich bin sichtlich genervt, oder hörbar genervt, sehen könnt ihr mich gerade nicht, keine Facecam an, ja, habt einen angenehmen, förstlichen Tag, alles, was ich noch irgendwie sagen könnte, ihr wisst, die alte Leier, Däumchen nach oben, Abo und so weiter, teilen, ihr wisst Bescheid. Ihr habt euch wohl, haut drinne. Ein weiser Mann sagte mal: Verpiss dich!